Gott. Ja, jetzt kommt nicht Bilfinger und Berger, jetzt kommt Klaus von Wagner. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Amen. Ja, vielen Dank. Amen. Oh, vielen Dank. Es macht so Spaß, wieder Kabarett zu machen. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Wissen Sie warum? Weil man das Gefühl hat, Kabarett bewirkt wieder was in diesem Land. Schauen Sie sich mal die politischen Rücktritte an dieses Jahr. Hä? Schauen Sie, wen haben wir? Jürgen Rüttgers, Ole von Beust, Horst Köhler, Roland Koch. Das waren alles wir, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Da haben wir gesägt an den Stühlen und gesagt, oh, Sie wollten klatschen. Lassen Sie es raus. Wirklich? Nein, wir haben gesägt. So, wirklich, ja. Ich sag Ihnen, an Erika Steinbach sind wir dran. Also wirklich, dann, Roland Koch, das gebe ich zu. Das war sehr tragisch, dass der Mann jetzt gegangen ist. Allein in Hessen hat dieser Mann über 300 Kabarettisten ernährt. Und das ist wirklich ein bisschen... Ja. Und jetzt fehlen den Konservativen natürlich die Leitwölfe. Ne? Und eine Antwort auch auf die Frage, was ist eigentlich konservativ? Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Ich hab einen Kumpel, der hat jetzt eine Tochter bekommen. Ja? Und der hat zu mir gesagt, du, seitdem ich ein Kind habe, da bin ich konservativ. Was ist denn das für eine Aussage? Ich sag doch auch nicht, du, seitdem ich ein Auto habe, bin ich Geisterfahrer. Das ist doch kein Automatismus. Also was ist konservativ? Das war früher leichter, weißt du? Oma hat gekocht und Opa war Nazi, aber höflich. Nee, und wenn die Kinder heute, wenn du Kinder heute fragst, wie heißen Oma und Opa, sagen die Olaf und Peter. Und in so einer Welt, Sie haben es verstanden, nee, aber in so einer Welt, wissen Sie, da fühlen sich die Konservativen unwohl. Und das ist gefährlich. Wenn eine Gruppe nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist, dann sucht sich eine andere Gruppe, von der sie sagen kann, wir sind zumindest nicht die. Die Ausländer. Die Muslime, da sollen wir jetzt Angst haben. Nicht? Die Konservativen haben uns jetzt erzählt, die wollen uns tatsächlich Angst machen. Die wollen uns erzählen, dass sich 65 Millionen Deutsche ohne Migrationshintergrund fürchten sollen vor 3 Millionen Türken. Das sind 4,6%. Wir haben doch auch keine Angst vor der FDP. Gut, die FDP ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber man muss doch mal das Minarett in Köln lassen. Hey, aber selbst unsere sonst so besonnene Kanzlerin, vollkommen von der Rolle, vormittags stellt sich hin und sagt, Multikulti ist tot und abends schaut zu dem Özil beim Duschen zu. Da ist so ein... Man hat das Gefühl, die Konservativen werden immer so von der Realität überholt. Weißt du, einerseits sagen sie natürlich, wir wollen keine Religion, die nicht streng zwischen Staat und Kirche trennt und die Unterdrückung der Frauen fördert. Und auf der anderen Seite merken sie, Mensch, wir sind ja schon katholisch. Nicht? Und der konservative Nachwuchs, da sieht es ja nicht viel besser aus. Wissen Sie, was die junge Union da unter Philipp Missfelder, wissen Sie, was die singen bei ihren Parteitagen zum Teil? Wir haben ein Idol, Helmut Kohl. Ihr habt kein Idol, ihr habt einen an der Waffel. Genau von dieser Politik des Aussitzens, weißt du, ohne den Bürger teilzunehmen, davon haben die Leute die Nase voll. Schauen Sie nach Schwaben. Selbst die schwäbische Hausfrau wird inzwischen zur renitenten Demo-Ische. Nein, kommen Sie, oder? Ja, das. Das sind nicht mehr die Jungen, die da protestieren in Stuttgart. Nein, haben Sie das Durchschnittsalter der Demonstranten gesehen? Da können Sie sich wiederfinden, gell? Ja, das. Nein, aber Entschuldigung. Ach, sicher. Weißt du, da habe ich mir gedacht, das ist also der gewaltbereite Mob. Na klar haben die Stöcke. Aber die brauchen ihn zum Laufen. Was macht der Konservative? Stefan Mappus, was macht der? Stefan Mappus sagt, er stellt sich hinter die Polizei. Da ich mir gedacht, ja, du feige Sau, das ist natürlich, ja, da ist natürlich trocken, nee, auf der Seite vom Wasserwerfer. Und dann werfen die Konservativen den Grünen noch vor, dass sie jetzt von Stuttgart 21 profitieren. Natürlich profitieren die. Was soll denn der Vorwurf von den Konservativen? Wenn ihr dir ständig selbst ins Knie schießt, dann kannst du nicht anderen vorwerfen, dass sie noch aufrecht stehen können. Die Grünen können zurzeit ja überhaupt nichts mehr falsch machen, gell? Wenn die Konservativen so weitermachen, dann wird Jürgen Trittin Kanzler. Du, da könnt ihr ein Plakat aufhängen, ich war eine Dose. Scheißegal, weißt du? Und
Aber ich sag Ihnen eins, Stuttgart 21, das war nur der Anfang. Wissen Sie, wir müssen auf die Straße, nicht nur wegen Großbahnhöfen, wir müssen auch auf die Straße zum Beispiel gegen eine Politik, ja, die es nach einer der größten Finanzkrisen aller Zeiten den Banken immer noch erlaubt, fast genauso weiterzumachen wie bisher. Nur, dass Sie die Relation mal drauf haben, 40 Milliarden frische Staatsgarantien kriegt gerade die Hypo Real Estate. 40 Milliarden, ich weiß, das Geld ist noch nicht weg, aber 40 Milliarden, davon können Sie Stuttgart 21 10-mal durchziehen. Ach was, da können Sie ganz Baden-Württemberg einen Meter tiefer legen. Baden-Württemberg, der Porsche unter den Bundesländern. Nein, meine Damen und Herren, wir müssen raus auf die Straße, jetzt gleich am besten auf die Domplatte. Wissen Sie, wir müssen unsere Zukunft bewahren. Das einzige Problem dabei ist natürlich, wenn Sie versuchen zu bewahren, dann sind Sie eigentlich konservativ, ja. Nee, aber das ist ein Konservativ, mit dem kann ich leben. Das ist ein Konservativ, mit dem kann ich leben. Das ist, die versuchen, die Zukunft zu bewahren und nicht die Vergangenheit zu verklären, wie diese Konservativdarsteller von der Union. Die behaupten natürlich auch immer, sie wollen bewahren. Ne? Aber wie machen die es? Mit Rezepten von Oma. Von Konservieren kommt das bei denen. Wie hat Oma das früher gemacht? Ne? Die hat die Früchte genommen, ne? 2 Stunden alle Nährstoffe aus dem Leib gekocht. Dann Deckel drauf, da durfte das Obst nicht mitreden. Und dann ab in den Keller. Und 20 Jahre später. Wer musste die Brühe dann entsorgen? Genau, guten Abend.